Guten Morgen, Traderinnen und Trader, zum Blick in die Märkte. Wir sehen es im Hintergrund schon stehen: Showdown im Euro-US-Dollar mit Vorteil für die Bären. Warum das so ist, das schauen wir uns gleich in den Live-Charts entsprechend mit an. Ansonsten heute. Der Blick in ja ein bisschen Schweizer Franken und zwar zwei Währungspaare, die damit zu tun hat: US-Dollar-Schweizer Franken und Euro-Schweizer Franken. Zunächst allerdings erst einmal ja danke für die ganz vielen lieben guten Morgen Grüße. Das freut mich immer sehr. Ich hoffe, Zoom äh, ist auch mit an Bord. Das sind die Zuschauerinnen und Zuschauer immer ein bisschen zögerlich, Sagt ruhig guten Morgen. Da weiß ich, dass alles los ist und alles passt. Das freut mich sehr. Also danke auch an die Seite. Ah ja, da fliegt Schon rein, jawohl, sehr gut, das ist klasse. Und die, die live zuschauen, bitte nutzt gerne auch die Gelegenheit für die entsprechenden Chatfelder, Wunschmärkte oder Fragen zu dem, was ich erzähle. Bitte einfach rein in die Chats und ich gehe dort, wo es passt, sehr, sehr gerne entsprechend auch darauf mit ein. Also machen wir los hier mit Blick in die Märkte zuvor. Wie immer der richtige oder wichtige Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ja und damit kommen wir, ja Leute, zu den Nachrichten. Da ist heute nicht wirklich furchtbar viel drauf, ja. Das heißt an dieser Stelle, die Märkte sind so ein bisschen sich selbst überlassen und das sind so die Punkte, Liebe Traderinnen und Trader, da funktioniert die Trendtechnik oft sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben das gestern gesehen im DAX. Ich war gestern voll in Partylaune. Nicht nur im DAX, sondern auch wegen den US-Märkten. Guys, wir haben gestern früh die Long Setups im DAX besprochen. Ich hatte es im Blog geschrieben: Thema Bärenfalle. Schaut euch einfach mal an, wenn man dabei ist, die Setups zu machen und der Markt dann einmal das spielt und ihr wisst, wer nach euch kommt und alles wirklich super gut zusammenpasst, dann kriegt man solche Home Runs wie gestern, ja, das sind einfach die absoluten Oberknallertage, wenn man da dabei ist. Tip top, da holen die Trades wirklich sehr sehr viel raus und eine Sache, die dürft ihr dabei bitte auch nie 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 vergessen. Ich kenne einige Trader, die sagen sich, na ja, okay, passt auf, ich habe jetzt verpennt den Einstieg hier unten auf der Long Seite, wie auch immer, spielt keine Rolle, aber ja, aber ich weiß ja Abends kommen die Märkte immer mal noch ein ganzes Stück zurück. Die schließen nicht auf Tageshoch und, und, und. Das kann an solchen Tagen sehr gefährlich sein. Ja? Also, wenn wir wirklich so viel Dampf unten drin haben, dass das Ganze hier nach oben läuft und der Druck richtig da ist, <laughs> Leute, das ist eine Sache, da würde ich nicht drauf wetten, dass die Märkte von oben immer noch mal ein bisschen zurückkommen. Und wir haben mittlerweile auch so einen kleinen Wechsel äh, bei den Indizes gehabt. Ich quatsche jetzt hier einfach mal ein bisschen neben, neben, den, <laughs> neben den Nachrichten, um noch so ein paar Dinge, die eigentlich, ähm, ja, sage ich mal, so ein bisschen mehr in den Erfahrungs- oder Education-Detail reinlaufen. Wir müssen immer mal so ein bisschen hinschauen. Gerade für den kurzfristigen Handel, wie sich zum Beispiel der Blick in die Indizes, wie sich die Indizes so aufhalten, wir haben das in den US-Indizes gesehen, wir haben da Phasen, da, werden die, da starten die Märkte stark und verkaufen dann in der zweiten Handelshälfte des US-Marktes ab. Und dann haben wir so Phasen, naja, da geht es morgens erst so ein bisschen zögerlich, das Sache, und dann kommt in der zweiten Tageshälfte nach der Schub nach oben drin. Also egal, wann der Schub nach oben kommt, der Unterschied ist jetzt der, bei der einen Phase wird irgendwann von oben nach unten abverkauft, von den Hochs, und in der anderen Phase werden die Tiefs gekauft und wir laufen hoch. Und das, das, ist, das sind so die Drehpunkte, äh, die wir hier momentan aus kurzfristiger Sicht sehen. Und deswegen war das für mich so hochinteressant, wie die Märkte sich gestern entwickelt haben. Und wenn hier die Bestätigung kommt. Dann könnten wir tatsächlich hier zumindest kurzfristig vor dem Wechsel stehen, dass wir erstmal wieder ein paar Tage die Aufwärtstrends oder beziehungsweise die Aufwärtsdynamiken, gerade in den Indizes, eher zur Oberseite sehen. <laughs> hier gibt es noch ein paar weitere. Guten Morgen, Grüße. Zoom wacht auf. Guten Morgen, Zuschauer. Über Zoom. Wir haben es kurz nach 8.30 Uhr. Wir ticken schon hier los. Also, das war der kleine Blick ähm, zu den Nachrichten. Also, wir sehen es. Das Einzige, was heute hier drei Sternchen hat, das ist das Customer Board, also das Conference Board, so rum. Verbrauchervertrauen. Wir wissen es. USA ist wichtig. Aber, Leute, <laughs> wir haben Wahlkampf in den USA. Und in fünf Wochen, ähm, tja, ist Wahl in den USA und da gibt es immer wieder wichtige Fakte. Die beiden Kandidaten, die wir hier haben, ja, die kommen jetzt natürlich immer auch raus mit ihren Meldungen, was sie tun möchten, was beiden alles für die Wirtschaft tun kann. So momentan hat beiden auch, wenn man die Wahlumfragen sich anschaut, auch in, äh, in Teilen äh, doch sichtbare Vorteile. Beiden will auch die Wirtschaft deutlich stark stützen, also selbst wenn, also wenn Biden die Wahl gewinnt, können wir uns auch darauf verlassen, wenn die Wahlversprechen auch eingelöst werden, dass da auch ordentlich Geld weiterhin in die Wirtschaft fließt. Das sind wichtige Faktoren und deswegen ähm, schauen viele, viele Leute auch auf dieses ähm, ja TV-Duell, was wir heute Abend haben in den USA oder ja, äh, das ist glaube ich bei uns in Deutschland ist es Nacht, in den USA ist es heute am Abend. Das wird sehr, sehr spannend. Aber Leute, ich kann euch eins sagen, also zumindest das ist meine Erwartung. Wenn wir uns nochmal so ein bisschen in, in die Vergangenheit zurückversetzen, in die ähm, ja, TV-Duelle, die Trump in seinem ersten Wahlkampf gehabt hat, da ging es oft nicht um Fakten, sondern da ging es einfach um Diskussionen, um den Gegner zu verunsichern. Reine Psychospiele, da wird gelogen, da wird unter die Gürtellinie geschossen, solche Dinge, das ist trump Live, ja. Äh, das sind so Dinge, wo man einfach sagt, ja... Pff, 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 da könnt ihr nicht wirklich viel erwarten, dass da was gesagt wird, was wir nachhaltig rausziehen können. Da geht es einfach nur darum, die Leute zu beeindrucken. Und dann ist ja jetzt nächstes Thema draußen, was Trump äh, jetzt in den letzten Tagen ähm, auf, die, auf, die, auf den Tisch gelegt wurde. Er hat ja lange Zeit keine Steuern bezahlt oder nur so ein kleines bisschen. Und da gibt es natürlich eine Menge, Menge Leute, die sich sagen, okay, was wie der Trump. Der will hier, dass die Unternehmen und, und, und ihre ganzen Steuern im Lande bezahlen. Und selbst bezahlt er keine Steuern. Das sind die einen Anhänger. Und die andere Seite ist aber, und ich glaube, ähm, da gibt es schon sehr, sehr viele Befürworter, die sich sagen, ähm, und da muss sich jeder selbst auch mal fragen, hey guys, wenn wir Steuern sparen können, warum soll ich denn dem Staat Steuern in den Rachen werfen, wenn ich mir das sparen kann? Das sind die zwei Dinge. Da kann sich jetzt jeder selber überlegen, in welche, in welche Richtung er sich ein ähm, äh, oder in welche Richtung er sich mehr hingezogen fühlt. Aber das sind so die Fakten, die kommen jetzt im Wahlkampf auf den Tisch. Und da ist halt nicht ausgemachte Sache, dass solche Dinge klar gegen Trump oder klar für Trump sprechen. Ja, das sind Fakten, die kommen jetzt immer mal wieder auf den Tisch. Das ist jetzt Wahlkampf. Da werden wir sehen, wie die Märkte drauf reagieren. Aber am Ende reagieren die Märkte zum Schluss auf das, was gemacht wird. Und wir haben in der Vergangenheit auch immer gesehen, so, nach so einer Wahl sind die Märkte eigentlich relativ stabil in eine Aufwärtsrichtung gelaufen. Aber wenn es zur Schlammschlacht kommt, wenn Trump zum Beispiel die Wahl verliert äh, und dann noch ein langes Gerichtsverfahren macht, weil er die Wahl zum, zu, sozusagen anfechten möchte, ja, das könnte dann schon die Märkte verunsichern. Aber das kommt alles noch, das wird in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Nur jetzt geht das Ganze so richtig los, die richtig heiße Phase kommt jetzt. Äh, und deswegen müssen wir da auch immer so ein bisschen an dieser Stelle schauen, was denn hier gerade los ist und wie die Märkte entsprechend darauf reagieren. So, und das machen wir jetzt an dieser Stelle mit dem Blick in die Märkte. Das heißt, hier schauen wir einfach mal auf den Euro US-Dollar auf das Währungspaar Euro US-Dollar. So. Jetzt mache ich erstmal raus, was wir hier gerade im Tagesschat nicht brauchen. Und wenn wir uns den Tageschart an dieser Stelle mal anschauen, ja, dann sehen wir auf der einen Seite erst einmal eine relativ lange Aufwärtsbewegung, also von hier unten raus, aus dem Markt unten um die 1,6, hier unten hat man das tief. Auf geht's nach oben bis hoch zu 1,20. Ähm, ich hatte das schon mal. wartet mal, ich kann euch das noch mal ganz kurz zeigen hier. Das Teil ist mittlerweile ein bisschen, ein bisschen mitgenommen, aber ähm, ich, vielleicht kann man es noch sehen diesen, äh, diesen Chart hier an dieser Stelle mit diesem äh, Bild äh, mit der langfristigen Entwicklung vom Euro US-Dollar in der Monthly Zeit, wo wir sozusagen immer mal die Wechselphasen hatten. Ja, sehr sehr lange Abwärtsphasen und danach gab es sehr sehr lange Aufwärtsphasen. Ähm, Unabhängig davon, dass ich persönlich der Meinung bin, dass der Euro-US-Dollar äh, bzw. dass der US-Dollar weiterhin die Leitwährung bleiben wird, auch weiterhin die Richtung vorgeben wird, ist es halt nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal eine längere Aufwärtsphase im Euro entsprechend sehen werden. Ja? Und solange wie das die Märkte nicht negativ beeinflusst, ist das auch überhaupt kein Problem. Wir Trader sind ja keine dummen Leute. Wir müssen uns einfach nur auf die richtige Richtung stellen. Und hey, wir haben es hier geschafft den Ritt nach oben zu schieben und jetzt haben wir es halt geschafft, hier oben die Gewinne zu sichern und jetzt den Ritt nach unten auch schon ein Stück weit mitzunehmen. Und jetzt kommt es halt wirklich nur darauf an, ähm, was hier passiert langfristig durch die ganzen Wirtschaftsprogramme in den USA. Da sind ja noch ordentlich dicke Dinge drin und ich denke mal, ähm, das Thema für das nächste Wirtschaftspaket, was hier äh, auf der Tür steht, äh, was auch über den Tisch der Demokraten kommen soll. Ob das jetzt noch vor der Wahl kommt, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das eher so das bleibt, was man nach der Wahl den Wählern entsprechend geben möchte, wenn sie entsprechend die Entscheidung in die richtige Richtung treffen für den richtigen Kandidaten. Also das müssen wir so ein bisschen abwarten. Aber das hat dann natürlich wieder einen Einfluss auf den US-Dollar, dass diese Menge an Masse an Geld, die dort wieder fließt, die sollte eine etwas abschwächende Wirkung auf den US-Dollar sehen. Das haben wir ja hier oder haben, das haben wir ja hier auch gesehen von Seite her wird es mich abs absolut nicht wundern, ähm, wenn wir hier entsprechend jetzt eine Phase nach unten sehen und wenn dann diese Wirtschaftspakete kommen, dann schiebt es den Markt wieder nach oben. Was daraus zu erwarten ist, da wird es auch äh, in planbarer Weise eine Podiumsdiskussion hier in, äh, bei Tickmill geben, die wird jetzt gerade geplant, Ende Oktober, äh, mal schauen, was darauf wird, aber das wird eine interessante Sache, wo wir auch so ein bisschen drüber sprechen, äh, was, die, was die, äh, die Wahl in den USA für Auswirkungen haben kann. Da ist noch eine Weile Zeit, wir schauen jetzt auf das, was wir aktuell haben und aktuell Aktuell. Ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Aktuell. Hier auf Basis äh, der großen Linie sehen wir halt, ähm, dass das Währungspaar Euro, US-Dollar den starken Abverkauf gemacht hat. Ja, hier oben wurde es auch ein bisschen ruppig. Dann kam die Entscheidung nach unten, eine massive Abverkaufskerze. Und jetzt verharrt der Markt hier etwas äh, in der Seitwärtsrange. Wir müssen allerdings mal mit Blick nach unten schauen. Da haben wir zwei Marker, die wir hier nicht verachten sollten. Das wäre zum einen hier äh, dieser Schwungbereich hier drüben, diese erste grün markierte Linie äh, um die Marke von 1,5%. 7. Das ist ein Auffangbereich, der hier drüben schon öfter mal Marktinteresse sozusagen gebracht hat an dieser Stelle auch. Ja? Und hier sehen wir auch, wie hier an dieser Stelle ist ja auch ein Widerstandslevel aus dem Abwärtstrend gewesen, wie hier sozusagen Price Action reinkam, als wir da ordentlich drüber gelaufen sind. Und in diesem Zusammenhang mit dem Thema Price Action hier im Wochenchart sehen wir auch, warum diese tiefer liegende Marke um die 1.15, also hier das Zwischenhoch hatten wir hier gehabt bei 1,14,95. Warum die auch wichtig ist. Hier gab es genauso die Price Action ja hier gab es den Schub nach oben weil wir hier im großen Bild erst einmal dieses große Spike hoch das hier, das war so eine genauso eine ruppige Situation. Im Abwärtstrend kurz ein Hoch gemacht, was wichtige Marker hier rausgenommen hat, um danach ein neues Tief zu machen. Das ist immer total hässlich, aber der Markt hat sich dann für eine Richtung entschieden und ist halt drüber gelaufen. Und das war das große Zeichen, was den Markt dann deutlich doch nach oben gebracht hat. Und das sind die zwei Marker, die wir hier jetzt auf der Unterseite liegen haben. Und das sind die, die wir entsprechend auf der Unterseite sehen müssen. Deswegen habe ich gerade hier in der Überschrift zum heutigen Seminar auch oder Webinar auch geschrieben. Ähm, wir haben jetzt den Showdown im Euro-US-Dollar und mit leichtem Vorteil für die Bären. Und warum wir das so haben, ganz klar. Wir sehen es hier entsprechend aufgezeichnet im Tageschart. Ich zoome es mal etwas näher ran. Ähm, hier, das ist ein Abwärtstrend. So, und wir sind jetzt im Abwärtstrend verortet, in der korrektiven Phase. Und die korrektive Phase kommt momentan nicht so richtig aus dem Knick. Wir sehen es hier. Wir sind ordentlich nach unten gelaufen, ordentlich in die Bewegung rein. Und wir haben auch, wenn wir einfach mal die Korrekturtiefe reinsehen und das nach unten abmessen, das Ziel deutlich, mehr als deutlich entsprechend erreicht. Und das ist hier die interessante Sache. Jetzt sollte eine Korrektur kommen und wenn wir hier eine dynamische Korrektur bekommen sollten, dann kommen hier auf Basis des Tagesschatz zwei Marker mal für die Zielplanung in Frage. Das ist zum einen dieser Ausbruchsbereich hier unter die wichtigen Tiefs, also hier auch als der Aufwärtstrend, der vorangegangene, rausgenommen wurde. Und das ist so in etwa die Marke von 1,1755. Ja, da haben wir es gesehen, hier kam es zur Abwärtstrendentstehung. Wichtige Marke, nicht ausgeschlossen, dass hier angetestet wird. Bekommen wir eine sehr, sehr weite Korrektur? Natürlich, dann spielt das, das, dieser Verkaufsbereich hier oben um die 1,18,75 natürlich auch wieder eine Rolle. Das heißt, hier, wenn ich mal den Entry-Bug kurz anmache, schaut's hier, ohne weiteres können wir so weit nach oben laufen. Aber wir wissen ja selbst, wenn der Markt so weit nach oben läuft, aber ob dann wieder neue Tiefs macht, das müssen wir so ein bisschen sehen. Aber wir sehen, wir haben halt ordentlich Potenzial zur Oberseite drauf. Das Potenzial zur Unterseite ähm, haben wir gerade besprochen. Und das ist jetzt die wichtige Frage oder der wichtige Fakt, wo wir einfach hinschauen sollten, was der Markt hier momentan macht. Weil aktuell korrigieren wir nicht über die Preisachse nach oben, sondern wir korrigieren momentan über die Zeitachse in einer Range zwischen. Den Extremen vom Freitag letzter Woche. Ja, da haben wir das Hoch bei 1,1685 und das Tief bei 1.16.12. Diese Marker. Das sind die richtungsweisenden Linien. Auf die kommt es jetzt an, wie der Markt sich hier verhält. Und da gibt es jetzt drei Szenarien, die wir hier auf der USA haben sollten. Erstens, wir bleiben erstmal noch eine Weile in der Range. Das bedeutet, dass die Korrektur über die Zeitachse weitergeschoben wird. Nummer zwei, wir laufen, weil wir schon oben verortet sind hier in diesem Bereich, laufen wir direkt oben drüber. Das wäre dann das Szenario Long. Gegen den übergeordneten Trend. Das heißt, da haben wir schön Aufwärtstrend der Stunde, den können wir dann schön nach oben traden. Das ist das Thema Korrekturausweitung. Und das dritte Thema ist Abprall von der Range-Oberseite nach unten hin im Range-Trading und dann der Ausbruch zur Unterseite. Und das würde dann ganz klar bedeuten, dass der Markt nach unten entsprechend rausgeht. Ja? Das heißt, an dieser Stelle sieht das Ganze dann so aus: halla das wollte ich gar nicht dass wir hier sozusagen direkt dann entsprechend aus der Korrektur jetzt hier, aus der Seitwärtsphase, nach unten hinausbrechen. Und was haben wir dann? Dann haben wir ganz klassisch eine Trendfortsetzung hier nach unten hinschaut, zack. Und dann kommen schon die Anlauflevel rein. Die ersten beiden, die ich hier genannt hatte. Das sind dann die Szenarien, wenn wir die Trendfortsetzung zur Unterseite hinbekommen. Und das alles. Was wir hier sehen, muss nicht zwangsweise gegen dieses große Bild sprechen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Denn wenn wir uns mal diese große Umkehr anschauen, ich hatte ja gerade den Monatschart auch gezeigt, guckt euch doch einfach mal an, was hier los ist. Ähm, sozusagen, wir sind jetzt hier aus diesem wichtigen Punkt ausgebrochen. Das heißt, die Marke, auf die es hier ankommt, ist jetzt wirklich. Dieser Fakt hier, dass wir diesen Abwärtstrend nach unten rausgenommen haben. Pass auf, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also hier sozusagen diese ganzen Schwünge nach unten. Hier, da gab es einen Schub nach unten. Hier nochmal eine Korrektur und hier sozusagen dann den Weg nach unten. Und wir sind hier halt über dieses wichtige Level drüber hinausgelaufen. Also dieses hier. Ja. Ich muss die Linien jetzt mal drinnen lassen, bitte nicht verwirren lassen. Aber was haben wir denn damit? Damit haben wir die Aufwärtsdynamik wirklich schon schön da. Und es spielt jetzt hier halt in dem Moment genau da rein die Rolle, dass wir schon die. Chance haben, wieder weiter nach oben zu laufen und auch die Kurslevel, die ich mal genannt habe, 1,25 bis 1,27, das sind durchaus relevante Marker, die wir hier in diesem Bereich haben und die können wir durchaus auch auf der Uhr haben für die Longseite. Das heißt, langfristig, was wir hier sehen, ist jetzt ein Abwärtstrend und da müssen wir aber das große Bild in Beachtung haben. Wenn wir dann wieder einen schwächeren US-Dollar bekommen, dann die Umkehr zu erwischen. Und ich denke, das schaffen wir hier morgens auch ganz gut. Deswegen jetzt der Blick von ganz groß wieder in klein. Das heißt, jetzt mal die aktuelle Situation beleuchten. Und dafür habe ich jetzt mal umgeschalten in den Stundenchart. Na, der Tag ist ja momentan übergeordnet abwärts gerichtet. Hier, das sehen wir hier. Ich lasse es mal einblenden. Das ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis. Hier sehen wir den Bewegungsarm, der ist schön trendig und hier sehen wir jetzt die Gegenbewegung. Und jetzt ist es halt wichtig und gut zu erkennen, dass diese beiden Marker, die ich gerade gezeigt habe, im Tageschart, also die Hoch, das Hoch und das Tief vom Freitag letzter Woche, die geben die Range-Begrenzungen vor. Und diese Range-Begrenzungen, die sehen wir halt, wenn wir den Markt hier sehen. Wenn wir oben wegfliegen, ja, das wäre das Szenario, dass wir wirklich schön nach oben trenden können und wir dann sozusagen hier in dieser Geschichte diesen Trend nach oben vorziehen. Dass die Chancen dafür da sind, das sehen wir so ein bisschen an der Stelle hier. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier wie so eine Art Dreieck innerhalb dieser Korrektur. Das heißt hier. Das wäre mal das Bild, was ich damit meine. Hier ansteigende Tiefs, hier schön nach oben gezogen und dann nach oben ran. Das ist jetzt sozusagen, dass wir oben noch kontrahieren an der Oberseite, uns vorbereiten sozusagen und dann nach oben wegfliegen. Und was dann passiert, will ich jetzt einfach mal kurz aufzeichnen. Hier schaut es, dann haben wir nämlich hier unten, hat der Markt ja angefangen rumzutrenden, das Ganze zu ziehen, in die Korrektur zu gehen. Und wenn wir dann die Trendfortsetzung bekommen, dann können wir uns hier schön auf die Oberseite drauflegen und sozusagen die Marker, die wir brauchen, auch noch mit wegzuziehen. Und was kommt dann natürlich interessanterweise rein? Ganz klar, diese beiden größeren Marken, die ich auf dem Tageschart besprochen habe, die sind natürlich da. Aber vorher gibt es natürlich noch interessante Anlaufpunkte. Und zwar hier ist einer, das ist das Zwischenhoch hier um die Marke von ungefähr 1,1720. Dann der Verkaufsbereich hier. Und als drittes hier haben wir noch oben drüber etwas über dem Verkaufsbereich die Marke von... Naja, ich habe es hier gezogen knapp 1,1775 bis 1,1780. Das sind so die Marker als Zwischenstationen, als Planbare, als Anlaufpunkte der Hochs hier. Ja, und dann noch hier oben. Schaut euch das mal an: dieser Bereich hier, als wir hier so rumgezappelt sind, als wir hier nach unten gedreht haben. Das ist so die Marke zwischen ähm, 1,183 und 1,184. Diese Dinge sehen wir hier natürlich auf alle Fälle auch auf der Oberseite, wenn wir eine Korrekturausdehnung wirklich nach oben hinbekommen sollte, die weit, weit, weit in die letzte Bewegung hineingeht. Das also der Blick hier in das Währungspaar Euro-US-Dollar. So, damit gehen wir weiter in die Währungen rein. Das heißt an dieser Stelle, ähm, hier müssen wir einfach mal schauen, dass an dieser Stelle im... Schweizer Franken zu sehen. Das heißt Euro-Schweizer Franken und US-Dollar-Schweizer Franken. Euro-Schweizer Franken ist ein Währungspaar. Das ist nicht uninteressant momentan für Range Trader, sich hier hinzulegen. Deswegen habe ich heute Euro-Schweizer Franken einfach mal mitgenommen. Und zwar hier an dieser Seite hier drüben rein. Also, das ist Euro-Schweizer Franken. Den nehmen wir mal ganz kurz im Tageschart mit rein. Und wir sehen im Tageschart momentan, deswegen bringe ich dieses Währungspaar jetzt hier schon mal mit rein, weil wir sollten uns hier ähm, schon mal ein bisschen auf was vorbereiten. Und ich schaffe es halt nicht immer morgens auf wichtige Situationen, gerade bei Trading Ranges hinzuweisen, äh, weil der Markt manchmal wirklich so schnell unterwegs ist, dass wir das nicht schaffen. Aber ich will es trotzdem mal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir hier sozusagen die Range Unterseite und die Range Oberseite hier an dieser Stelle. Ne? Und wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen wollen, ich mache mal kurz hier die wichtigen Faktoren raus, die wir nicht mehr brauchen, alle Markierungen aufheben, so den Quatsch können wir rauslöschen. Was wir hier an dieser Stelle sehen, ist die Tatsache, dass wir die Range haben. Und wir sehen es immer, immer wieder. Wenn wir auf die Oberseite reinlaufen, kommen massive Abverkäufe, das heißt hier oben um die Marke von 108, naja, knapp 40. Und unten haben wir hier ein gutes, starkes Auffanglevel um die Marke von 1,073. Das ist unten, das ist oben an dieser Stelle. Ja. Langfristig gesehen, ich meine, die Notenbank arbeitet hier sehr, sehr stark in diesem Markt. Das darf man nicht unterschätzen und deswegen kann man auch nicht genau vorhersagen, wann da wie was kommt. Aber wenn wir uns das Verhalten einfach mal hier im Euro-Schweizer im Euro Franken anschauen, dann sehen wir halt innerhalb der Range, dass wir uns oben und unten ruhig hinlegen können. Um entsprechend hier zu traden. Das heißt Unterseite nach oben, Oberseite nach unten. Und deswegen nehme ich mir das Währungspaar gerade jetzt nochmal auf die Uhr, um für die Watchlist das Ganze vorzubereiten. Leute, legt euch wirklich hier unten auf die Lauer. Und wenn wir sehen, hier unten geht es rein, dann können wir Setups traden mit relativ guten Chance-Risiko-Verhältnissen. Man kann sich unter der Range gut absichern und nach oben ist dann ordentlich Luft. Und weil der Markt halt diese Bewegung so ziemlich stark auch bringt, muss ich hier morgens einfach kurz drüber sprechen für die watchlist wenn wir tatsächlich runterlaufen und schaut mal wir standen gestern hier oben kurz unter der range und wir sind deutlich unter das median der range gelaufen jetzt gibt es Gegenbewegung und dann wieder diesen schub nach unten und das sind so die Dinge wenn wir uns das mal eben kurz im kleinen anschauen wollen ich suche mal ganz kurz rein hier an dieser stelle na kleiner komme ich gar nicht da sehen wir hier die tests unten angelupft angelupft zack nach oben hier rauf, angelupft, und dann hat sich der Aufwärtstrend in den fünf Minuten auch entwickelt. Das sind wichtige Marken und hier. Das war der massive Abverkauf von oben nach unten. Das ist jetzt die korrektive Phase. Erinnert so ein bisschen an einen Keil. Wenn wir mal sehen, die Oberseite verläuft so, also leicht ansteigend. Die Unterseite verläuft dann doch deutlich stärker ansteigend. Das sind so die Marker. Erinnert so ein bisschen an den Keil. Wir sehen halt auch, dass hier schon noch ein bisschen Luft ist, bis der Keil sich deutlich weiter zuspitzt. Aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass wir hier tatsächlich durch die Unterseite brechen. Weil wir sind hier vor Ort nach einem Abwärtsschub. Das ist ein bärisches dieser ansteigende Keil ist ein bärisches Formationsmuster und wenn der Markt da unten rausbricht, dann können wir schon relativ flott auf die Range unterseite durchlaufen und das. Dann das interessante, was wir hier sehen im Stundenchart. Da sehen wir nämlich auch noch ein paar Anlaufmarker, die wir gut planen können. Das heißt, hier oben der Ausbruch unten raus für die kurzfristigen Trader. Hier erstes Anlaufziel, die Marke von 1,077 dort na, an dieser Stelle. Zweiter Anlaufpunkt hier unten dieser Drehbereich hier, den wir hier so sehen, um die 1,075, ähm, ja, äh, 76 in diesem Drehbereich. Und dann hier die 1,074. Ähm, in diesem Drehbereich hier, das sind die Marker vor der Range-Unterseite. Wenn wir jetzt aus dem Median die Schwäche reinbekommen, zur Unterseite rein. Also, das ist der Blick ganz kurz in Euro-Schweizer Franken und dann bleiben wir kurz noch beim Schweizer Franken und zwar hier das Währungspaar US-Dollar Schweizer Franken und das ist auch relativ interessant, weil wir hier, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, natürlich einen schön trendigen Markt haben. Da ist hier unter wichtige wichtige Linien drüber gelaufen. Ich gehe mal kurz, mache mal kurz die Trenderkennung raus und schalte euch das mal kurz um in den entsprechenden Wochenchart. Ich weiß, hier kann man nicht so viel erkennen. Ich möchte auch nicht über die einzelnen Facetten hier sprechen, sondern einfach wirklich nur zu sagen, oben war eine Range-Begrenzung auf der Oberseite, unten die Range-Begrenzung auf der Unterseite. Und das, was wir hier jetzt momentan sehen, ist halt dieser Abwärtstrend, der hier nach unten läuft. Das heißt, schaut euch das an hier an dieser Stelle fallende Tiefs. Fallende Hochs. Das ist ganz, ganz typisch für einen Abwärtstrend. Und jetzt sehen wir hier die Korrektur, die nochmal reinzieht. Hier sind wir doch über diesen Ausbruchsbereich der Range drüber gelaufen. Und jetzt dreht der Markt hier allerdings schon nach unten um. Ja, das ist jetzt mal die Sicht auf die Woche. Und das muss man so ein bisschen mit im Blick haben auf dieser Seite, wenn wir tatsächlich hier oben nach diesem schönen Aufkauf eine Umkehrkerze auf Wochenbasis sehen und die Bestätigung nach unten bekommen. Das wäre interessant. Hier Fortsetzung vom Trend zur Unterseite hin. Mit den Anlaufpunkten hier unten im Bereich des Jahrestiefs hier unten, da haben wir das Zwischentief gehabt, um die Marke ja von 109. Das äh, von, äh, von 0,90, nicht 1,090, sondern von 0,90. Und das Ganze jetzt mal angeschaut ähm, im Tageschart, da sehen wir hier, da hat sich natürlich kurzfristig hier ein Aufwärtstrend gebildet, schön nach oben hin. Der hat jetzt angefangen zu korrigieren. Das heißt, auf der Tagesbasis haben wir jetzt tatsächlich einen Aufwärtstrend, der in die Korrektur reingeht. Und das gilt es jetzt wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Das heißt, die kurzfristigen Trader hier an dieser Stelle, die sehen, der Markt ist hier oben nach einer weiten Bewegung hier über die Marke von äh, 092 schwach geworden. Und wenn wir uns diesen Bewegungsarm hier mal oben anschauen und dann die Stunde sehen, da sehen wir sehr, sehr schön den Aufwärtstrendverlauf und jetzt hier die Umkehr. Ja? Ich zeige es euch mal kurz. Das war der Schub nach oben. Hier und hier sehen wir schön, wie sich der Markt nach oben schlängelt. Äh, hier haben wir eine Top-Bildung. Ja? Das sehen wir sehr, sehr schön in der Stunde. Und aus der top heraus ist der erste Abwärtsschub entstanden. Und da haben wir dann hier unten eine wichtige Linie rausgenommen. Hier dieses Zwischentief um die 0,92,5. Und damit trendet der Markt jetzt schön nach unten. Wir sehen es hier. Na gut, hier kann man es nicht so schön sehen. Ich skizziere es mal, damit man es besser sehen kann. Was ist denn jetzt passiert? Wartet mal. Okay, so. Der will nicht zeichnen. Passt auf, dann machen wir das anders. Also hier ging es runter, ging es hoch, runter, hoch, Bewegung. So, und das Ganze hier an dieser Stelle ist jetzt die interessante Sache. Wo gehen wir weiterhin? Kurzfristige Korrektur und dann nach unten oder gleich nach unten, das wird sich zeigen. Aber es ist erstmal angeschlagen. Und wir haben halt auf der Unterseite einige Punkte, die wir hier mit beachten sollten. Und zwar ist das genau der Punkt hier an dieser Stelle, dass wir hier nach unten hin Anlauflevel haben. Und zwar die Korrekturtiefs. Hier, schaut es euch an. 09215 hier der Supportbereich um die 0, naja, 91,9. Das sind schon mal alleine hier zwei Marker, die wir haben. Und das ist der Punkt. Jetzt erstmal eine Korrektur dieser Bewegung hier. Ja. Und wenn wir dann die Woche weiter abwärts sehen ähm, und dann eine Bestätigung des Wochenumkehrsignals sehen, dann haben wir gute Chancen, deutlich tiefer zu legen. Und das wird dann hochinteressant für die Swing Trader, die das Ganze ein bisschen weiter Richtung Jahrestiefs mitschreden wollen, wenn wir die Chance hier haben das morgens zu besprechen, sehr sehr gerne. So, damit hätten wir das und dann schauen wir mal noch ein paar Wunschmärkte an. Lutz Burggräfe, wie komme ich auf 1.25? Lutz, ich glaube, die Frage war äh, bezogen auf den Euro US-Dollar. Kurz, bitte noch mal ganz kurz den Hinweis, Lutz, äh, ob wir tatsächlich hier den Euro US-Dollar haben, dann gucke ich nachher noch mal rein, das mache ich sehr sehr gerne. In der Zwischenzeit ähm, britisches Pfund US-Dollar, wie wir es heute sehen, und britische den nee, Euro norwegische Krone. Natürlich. Also wir starten mal durch hier mit dem Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Ja, kriegen wir gerade noch Gold rein in der Stunde. Ja, ja, müssen wir mal schauen, was wir schaffen heute noch. Ähm, das ist fein, da freue ich mich wirklich. Also britisches Pfund US-Dollar. Das. Die Frage kam jetzt sogar auch doppelt, wie ich das für heute sehe. Ähm, tja. Leute, wir sind hier in der Korrektur äh, des Aufwärts, äh, des, des Abwärtstrends hier, dieses Schubs nach unten sehen wir. Wir haben gestern komplett Schwäche gesehen, heute kommt wieder Stärke rein. Das heißt, wir haben diese große, große Hin- und her und diese langen Kerzen hier an dieser Stelle, die machen, ähm, sage ich mal, gute Prognosen ein bisschen schwierig, weil wir halt diese starken Volatilitäten haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht ausgeschlossen. Und ähm, Fakt ist eins: Wir haben jetzt hier einen Trend, der tatsächlich auch abwärts läuft. Ne? Das also, das was wir hier an dieser Stelle sehen, ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis. Der ist jetzt hier unter einem wichtigen Bereich gelaufen. Und wenn das Ganze hier unten wieder nach unten abdreht, haben wir schon Chancen, deutlich tiefer zu laufen. Die Frage ist jetzt nur, wo geht das Ganze kurzfristig hin? Und für die kurzfristige Seite schauen wir uns mal kurz den Verlauf der Stunde an. Und im Stundentrend, ähm, ja, da sehen wir nämlich genau das, was wichtig ist. Und zwar diese hohen Volatilitäten, die wir hier an dieser Stelle haben, ähm, die machen halt äh, die Trendverläufe etwas, sage ich mal jetzt nicht unsauber, aber etwas weiter weg. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr weite Level, ähm, wo die Korrekturen auch reinlaufen können. Und wenn wir uns jetzt das Bild mal anschauen können, schaut mal hier, ich zeichne euch das mal kurz ein, das letzte Stück vom Trend hier Bewegung. Das hier war das Korrekturhoch und hier sind wir deutlich tief reingelaufen. Das, was wir hier sehen, ist der Trend vom Bewegungsarm. Hier sehen wir schön die Aufwärtsbewegung, auch natürlich logischerweise einen Trend, der nach oben geht. Also hier ähm, an dieser Stelle. Schaut euch das mal an, hier an diesem Punkt. So in etwa hat sich das äh, entwickelt. Hier ein bisschen ruppig untenrum, das ist aber normal in Wendephasen. Und dann der, Sch der Schub tatsächlich nach oben. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist halt einfach die Tatsache, dass wir innerhalb dieses kleinen bestehenden Aufwärtstrends jetzt hier. Ein Dreieck drinnen liegen haben und so ein Dreieck in dieser Seite von der Verordnung her, wenn man das mal auf den ganz kleinen Trend sehen, ähm, das hat schon gut die Chance, den bullischen Charakter zu spielen, durch die Oberseite drüber auszubrechen. Dazu brauchen wir allerdings auch Kurse über dem Hoch hier oben drinnen. Ne? Also, das heißt, wir müssen dann erst einmal natürlich locker dort oben drüber laufen. Wichtigerweise müssen wir aber auch die Unterseite anschauen. Und für die Longseite, wenn wir hier tatsächlich erstmal noch das Tageshoch von gestern auch antesten wollen, das ist das kleine Spike hoch hier? Das ist das Hoch, was wir bei der Abverkaufs den Abverkauf gestern gesehen haben. Das heißt, der Markt ist ja hoch reingelaufen und dann ordentlich zurückgekommen. Und seht mal, das war der hohe Reinlauf und das war das, was zurückgekommen ist. Und jetzt wird es halt wichtig. Laufen wir hier über die 1,28 drüber. Das wäre dann natürlich hier aus der Korrektur raus. Hier an dieser Stelle jetzt die Neuausrichtung nach oben hin. Das wäre quasi dann auch der bullische Ausbruch aus dem Dreieck. Und dann haben wir die Chancen, zunächst erstmal zum gestrigen Tageshoch und dann hier in die Marke von 1,30 reinzulaufen. Aber Leute, lasst euch hier bitte nicht verirren oder nicht irren. Wir sind verortet im, Auf, im, im Abwärtstrend im britischen Fund. Ne? Also heißt hier, das ist nur Korrektur. Und bevor wir nicht hier oben die 1,30 solide rausgenommen haben bleibt die korrektur ja, das ist der trend nach unten auf tagesbasis. Anders wird das Ganze, wenn sich jetzt ein Trader diesen ganzen Markt auf Wochenbasis anschaut. Dann haben wir nämlich hier an dieser Stelle eine ganz andere Größe. Ne? Dann sind wir plötzlich hier in diesem Bereich ähm, und da bekommt das ganze Spiel eine ganz, ganz andere Ausrichtung hier nach oben hingezogen. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr euch selber sagt, wo es hingeht. Ne? Also, der große Trend hier ist nach oben gerichtet. Der Tagestrend ist abwärts gerichtet, der korrigiert die Woche. Trendförmig, ja. Und das sind halt die unterschiedlichen Ausrichtungen. Also die kurzfristigen Trader, wir sind in der Korrektur des Abwärtstrends da ist das Risiko da, wer long geht, dass wir tatsächlich nach unten laufen, aber die Zielpunkte auf der oberseite sind durchaus da. Schwächer allerdings, wenn wir jetzt direkt wieder Schwäche reinbekommen, äh, ich gehe noch mal kurz in die Stunde rein, das wäre das ganz klassische Umkehrsignal auf Tagesbasis. Das heißt, wenn wir hier jetzt tatsächlich einen Abwärtstrend machen, hier unten unter diese 1.2828 28 laufen, dann ist das ein Umkehrsignal und wenn das Bestätigung findet, dann sehen wir uns ganz schnell hier in Richtung des übergeordneten Tagestrends laufen. Und der ist nun mal abwärts gerichtet. Und da müssen wir die Märkte nach unten mit reinnehmen. So, jetzt schaue ich äh, auf das britische äh, auf Euro, norwegische Krone. Lutz, deinen Kommentar habe ich gesehen äh, im Euro. Du schreibst jetzt aber plötzlich 1,125, aber ich nehme wirklich an, du meinst die obere Seite bei 1,25, wie ich da drauf komme. Das sind so grobe Marken, also da nicht festnageln, aber das schauen wir uns gleich nochmal kurz an. Zuvor allerdings Währungspaar euro-norwegische Krone. So, da muss ich kurz schauen. Wo ist es US-Dollar, Neuseeland-Dollar? Okay, Euro-Norwegische Krone habe ich da nicht offen. Heißt also neues Chartfenster aufmachen. So, haben wir da können wir uns anschauen hier an dieser Stelle. Da wäre es da und damit gehen wir hier mal kurz in die Analyse. Olaf hat das Ganze geschrieben. Olli, ich denke mal, du willst das Ganze auf Tages- und Stunde haben und wir gucken uns das Ganze mal eben auf Tagesbasis an. Tagesbasis zeigt uns hier ein wirklich schönes Szenario. Wir hatten die Währung auch hier in diesem Spike nach oben gesehen, das haben wir hier besprochen, da erinnere ich mich noch dran. Und dann schön der Abwärtstrend, der hier gebildet ist. Und wir haben jetzt hier: The good news ist, der Abwärtstrend ist rausgenommen. Das heißt, wenn wir uns das mal eben kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle. Da ist der wichtige Markt. Schaut mal, hier unten hat sich in diesem Bereich hier, guckt euch das mal an, das ist die wichtige Drehphase hier unten gewesen. Und in dieser Drehphase ist dieser massive Abverkauf, den wir hier von oben nach unten gesehen haben, zum Stehen gekommen. Also das Bild, was wir hier sozusagen sehen, zack, 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 schön der Abwärtstrend hier nochmal aus der Korrektur raus. Ein kleines neues, tief gemacht, nochmal unten drunter angelupft. Und das Ganze dann nach oben zu sehen. Und da sehen wir hier, schaut mal der Tag, was der Tag macht. Er trendet schön nach oben rein. Korrigiert jetzt über diesem Hoch, ja, also über diesem letzten Korrekturhoch, was wir hier gesehen haben, hier. Der Trendbereich, das letzte Korrektur, da sind wir drüber gelaufen. Das heißt, der Tagesschart ist aufwärts gerichtet. Heißt, wir sehen hier die Korrektur am Laufen. Und wenn wir hier oben drüber laufen, also hier über diese Marke, über dieses Hoch, was wir hier oben gesehen haben, über dieses Zwischenhoch, das wäre dann der Fall, dass wir weiter nach oben laufen können. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen auf Tagesbasis, schaut mal hier, an der Stelle. Und an der Stelle hier haben wir schon mal zwei sehr, sehr schöne Bereiche, wo wir mit reinlaufen können. Und das ist schön für die Planung. Und da können wir uns jetzt wirklich mal hinsetzen und um zu sagen, okay. Wir sind jetzt hier auf Tagesbasis schön nach oben gelaufen, gehen jetzt hier in die Korrektur rein und Leute, die Korrektur schauen wir uns mal ganz kurz an. Und hier werdet ihr auch gleich wieder sehen, dass diese Umkehrsignale, die ich hier bespreche, die sehen irgendwie immer gleich aus. Hier, schaut mal, das ist der Bewegungstrend nach oben. Was haben wir hier gehabt? Der Bewegungstrend nach oben ist schön gelaufen. Hier an dieser Stelle, schaut mal hier nochmal rein, Korrektur tief gemacht. Oben ganz kurz angelupft. Tja, und jetzt haben wir es stehen. Hier, zack, zack. Wups, wenn es dann nach unten geht, das wäre Fortsetzung der Korrektur an dieser Stelle mit ein paar Anlaufmarkern zur Unterseite rein. Also unten ran, sagen wir mal hier wichtige Schwungbereiche. Ne? Also hier die äh, 1091 wären hier interessant. Dann dieser große Umkehrbereich hier oben um die 1080. Der wäre auch interessant. Und dann natürlich hier unten dieser Schwungbereich hier, wo das Korrektur tief getroffen wurde um die Marke von 1063. Das sind wichtige Faktoren für die Korrektur. Das sind die sogenannten Pivot-Levels im Sinne des des übergeordneten Aufwärtstrends. Da kann man sich sehr, sehr schön hinsetzen und sagen, okay, wenn wir jetzt aus der Korrektur hinaus in die Long-Richtung wieder traden wollen, wären das mal interessante Marker. Aber wer hier die short tradet, auch der kann sagen, wo kann ich denn Gewinne mitnehmen? Wichtige Faktoren hatten wir auch im Seminar am Wochenende drüber gesprochen, wie schön das planbar ist. Das haben wir ja gestern auch im DAX gesehen, wie schön das funktioniert, wenn die Trends sich selbst auch überlassen sind. Das ist der Blick in Euro-Norwegische Krone. So, dann gehen wir noch auf Gold und dann gehe ich kurz nochmal. Auf äh, Lutz, auf deine Frage ein, hier zum Euro, US-Dollar, wo ich diesen Bereich oben identifiziert habe. So, das nehmen wir mal kurz runter äh, und wir schauen jetzt hier auf den Goldpreis. Gold ist ja, äh, sag ich mal, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier deutlich unter Druck gekommen. Wir sind jetzt hier auch auf Tagesbasis in einem Abwärtstrend verortet. Das heißt, hier an dieser Stelle da nach unten hin. Ich sehe gerade hier am Rande, UBS empfiehlt, Kauf von Gold als Hedge für US-Wahlen. Freunde, das sind Strategien, die wir hier haben. Unglaublich. Aber es kann natürlich funktionieren. Wir müssen halt nur hinschauen, ne, An dieser Stelle. Aber wenn wir uns Gold jetzt einfach mal anschauen, wir sehen es ja hier auch schon, ich hatte das ja auch besprochen, der Ausbruch aus diesem ähm, Dreieck hier an dieser Stelle nach unten hin, ja, das zeigt uns halt auch, dass das wichtig ist im Abwärtstrend hat uns halt dahin gebracht, dass wir auf Tagesbasis einen Abwärtstrend haben. Gold jetzt schön nach oben gelaufen ist. Es gibt auch noch weiteres Korrekturpotenzial nach oben hin. Ne? Also, ich hatte es ja auch gesagt, hier oben die Marke äh, von 1907, die ist wichtig. Aber für das Kurzfristige, wer sich jetzt fragt, wie es weitergeht, schaut einfach in den Stundentrend. Da werden wir es sehen. Und die Stunde zeigt uns momentan, es will so ein bisschen nach oben. Im kleinen Bereich hat sich hier sowas wie ein Aufwärtstrend gebildet. Also hier an dieser Stelle. Ich skizziere es einfach mal auch wieder ein, weil das einfacher ist. Schaut mal hier das Ganze. Ist die Situation, dass wir hier kein äh, neues Tief geschrieben haben und der Markt jetzt hier trendet nach oben? Das ist der Aufwärtstrend, den wir hier in der Stunde sehen. Das ist also die Korrektur äh, zum Tag. Jetzt haben wir allerdings noch kein großes Umkehrsignal. Wer das kurzfristig traden möchte, also auf Tagesbasis, ist es hier noch längst nicht in, in die Long-Richtung gegeben, sondern wir sehen hier wirklich jetzt die Gegenbewegung zu diesem Kursrutsch. Und wie schon gesagt, interessante Marke auf dem Tag, das Ausbruchslevel bei 1.900 und dann schaut euch mal an, wir haben hier doch noch ein paar schöne Anlaufmarker auf der Oberseite hier zunächst knapp die Marke von 1920 21 hier oben, dann dieses Umkehrlevel, als wir hier von oben rausgekommen, das wäre auch das Level, als wir aus dem Dreieck ausgebrochen haben, hier die Marke ungefähr 1936, also wenn man das mal einfach so ein bisschen rüberzieht hier in diesem Bereich rum, da ist durchaus Potenzial zur Oberseite da für einen Trend nach oben. Ob der jetzt schon kommt, das wird sich zeigen. Und eines sollten wir halt wirklich auch auf der Uhr haben, solange wie der US-Dollar weiter stärker wird, ja, sieht es für Gold eher schlecht aus für Kurssteigerung, zumindest erfahrungstechnisch, wenn man keine anderen ähm, Nachrichten am Markt bekommt, die einen, die einen Goldpreisanstieg hier rechtfertigen würden. Aber sobald der äh, US-Dollar wieder schwächer wird, ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass der Goldpreis wieder steigt, einfach weil der Dollar an Wert verliert. Das ist für viele Rohstoffe so, auch unter anderem ähm, für den Ölpreis, aber das schauen wir uns zu anderer Zeit noch mal genauer an. Das allerdings jetzt hier kurzfristig der Blick in den Goldpreis und wie schon gesagt, jetzt wird sich entscheiden, wie es reingeht, wenn wir uns das Bild mal kurz auf Tagesbasis anschauen sollen, wenn wir das Tageshoch von gestern, hier, wo wir schon mal leicht drüber gelupft sind, tatsächlich nach oben gekauft bekommen, wäre das die Fortsetzung der Trendsache, die wir gerade in der Stunde gesehen haben. Und dann haben wir die Chancen auch schön zur Oberseite. Wird es aber abverkauft, das Tageshoch von gestern, ist das eher ein bärisches Zeichen. Und wir müssen uns nach unten hin orientieren. Und nach unten hin orientieren ist, wenn wir uns den Stundentrend mal anschauen, wäre dann tatsächlich hier. Zum Ersten dieser Schwungbereich hier im Kleinen hier, wo wir hier hochgedreht sind, nach unten um die 1866 und dann das Zwischentief bei 1849. Das sind so die Marker für die Unterseite. Also jetzt brauchen wir das Kaufzeichen, wäre tatsächlich übers Tageshoch von heute drüber. Dann halten wir uns nämlich stabil über dem Tageshoch von gestern. Das wäre dann das Kaufsignal kurzfristig für die Oberseite im Gold. So und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf den Chart vom... Euro, US-Dollar und dann nehme ich mal eben kurz einen sauberen Chart, ähm, damit ich das Ganze kurz zeigen soll, wo die 1,25 herkommt an dieser Stelle. So, wartet mal kurz, ich mache mal hier das auf, so, das brauche ich jetzt hier nicht. Ähm, und zwar muss ich dazu in den langfristigen Chartverlauf reingehen ähm, und die 1,25, schaut mal, ich lege mal kurz rein, 23, 24. So, schaut mal, da oben haben wir die 25. Und da komme ich drauf, Lutz. Schaut mal hier oben. Langfristig, das ist jetzt mal der Wochenchart. Ich, ich muss dir noch mal kurz ein bisschen zusammenraufen. Langfristig haben wir sehr, sehr viel zur Oberseite noch Platz hier. Ja, ich habe es ja, ja gesagt. Wir sind hier unten sozusagen rausgekommen. Wartet mal, wir machen es mal so. Also, wir sind hier unten über wichtige Level durchgekommen. Hier an dieser Stelle, ne? es ging ordentlich nach oben rauf. Ähm, dann haben wir hier nach oben jetzt getrendet. Also, das war im langen, langen Bild wirklich die schöne B äh, bullische Aufwärtsdynamik. Dann wieder dieser massive starke Abverkauf nach unten rein. ja, Und jetzt haben wir gesehen, hier diese kleinen Zwischenhochs, die wir da immer wieder drin haben, die hat der Markt tatsächlich auch genutzt, um, ähm, äh, sage ich mal, Schub nach oben zu bekommen. Also diese Level, die sind tatsächlich auch relevant für den Markt, die haben wir gesehen. Ähm, und das nächste Anlauflevel nach oben hin wäre zum Beispiel wäre sozusagen ein Widerstandsbereich, nämlich hier oben dieses diese, dieses Drehlevel um die 1,22, äh, 1,23 hier oben. So, und dann haben wir hier die 1,25er-Marke und das ist der Bereich hier oben. Am Hoch, das wir hier haben, dieser Bereich, und da komme ich auf die 1,25. Da hat der Markt wieder angefangen abzukaufen und das sehe ich zumindest, ich will jetzt nicht sagen kurzfristig, das ist natürlich ein weites, weites Ziel, aber das sehe ich schon als Ziele auf der Oberseite und da wird sich dann entscheiden, ob wir wirklich tatsächlich noch deutlich höher gehen oder auch nicht. Es kann natürlich an dieser Stelle auch sein, das muss ich auch sagen. Ich habe hier keine Glaskugel. Ja, es kann auch wirklich sein, dass sich aus dem Gesamtbereich, den wir hier jetzt sehen, einfach das entwickelt, dass. Dass wir hier sozusagen hier das hier sehen werden so zack fum und alles weg ähm, das wird sich zeigen aber ähm, ich sag mal aus meinen Erfahrungen heraus ähm, wie sich die Währungen auch entwickel entwickelt und ähm, auch die Tatsache äh, was quasi an Geld ähm, an US-Dollar auf dem Markt jetzt auch in Zukunft wiederkommen wird wenn diese ganzen Stimulusprogramme in den USA auch weiterlaufen ähm, dann spricht das eher schon für eine Schwächung des US-Dollars und das bringt halt die Oberseite mit rein da müssen wir allerdings einfach nur so warten äh, wie das ganze weiter Geht und wie die Entscheidungen laufen. Und momentan sind wir abwärtsgerichtet, das seht ihr ja auch hier jeden Morgen an dieser Stelle, was ich hier mache, dass ich momentan eher die Abwärtsseite hier trade. Aber sobald wir da eine Umkehr wieder für die Long-Richtung bekommen und das mit diesen fundamentalen Dingen aus dem US-Dollar-Raum mit in Übereinstimmung ist, pff, Tja, dann kratzt mich das als Trader überhaupt nicht. Dann trade ich halt einfach Long. Ist mir wurscht. Wir können es ja machen. Und bei so einem hervorragenden Broker wie Tickmill, ähm, wo man wirklich zu Tip-Top-Konditionen traden kann, das ist doch ein leichtes, die Richtung hier zu wechseln. Gut, alles klar. Lutz. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Wie ich schon gesagt, Fragen immer wieder willkommen. Jetzt haben wir es Viertel nach neun. Leute, die Zeit verrennt. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen. Bis morgen 8.30 Uhr live zur Besprechung in den Märkten. Ich freue mich wie Bolle. Bis dahin. Tschüss und einen erfolgreichen Handelstag. Bye bye.